Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen im Wasserstoffstudio. Im heutigen Spitzenvideo begegnen sich bei bestem Fußballwetter der erste deutsche Energieversorger und der Gastgeber, der erste globale Volkselektrolyseur. Es herrscht Wasserstoffbombenstimmung im Stadion. Jo, heute mal ein Video auf Deutsch zu 8 Schritten zum Solarspeicher mit Wasserstoff und wir legen gleich los. Wie groß muss eine Solaranlage sein, wenn ich Wasserstoff erzeugen will? Und das haben wir an folgendem Experiment mal dargestellt. Man kann ab 2 Kilowatt Peak locker Wasserstoff erzeugen. 20 Kilowatt Peak ist empfehlenswert und ein 10 Kilowattstunden Batteriespeicher ist auch sehr dienlich. Hier sehen wir die Verbinder, um die Module parallel zu schalten, um die Spannung nicht zu überschreiten. Das ist der Volkselektrolyseur, der wiegt 30 Kilo, ist dadurch tragbar, ist 48 cm hoch, 35 cm tief, 50 cm breit. Hier sehen wir das Verbindungskabel oder Rohr, wo Sie den Adapter für ein Wasserstoffauto oder für Gasflaschen oder für sonstige Geräte anbinden können. Hier in diesem Fall einfach eine 200 Bar 2 Liter Wasserstoffflasche aus Stahl. Es sind alles hochwertige Metalle verarbeitet. 316L Stahl ist wasserstofftauglich ohne Gefahren. So, jetzt kommen wir zu der Wasserstoffverdichtung und dazu möchte ich Folgendes klarstellen. Wir haben hier zur Rechten einen fossilen Brennstoff, in diesem Fall Butan, flüssig in einer Gaskartusche. Der enthält 5 Kilowattstunden. Wenn ich mit Wasserstoff 5 Kilowattstunden speichern möchte, dann vergrößert sich das Volumen trotz der 200 Bar erheblich. Und ich habe hier sogar nur 4 Kilowattstunden gespeichert. Deswegen ist der Industriestandard 300 Bar. Das sind Stahlflaschen, die ich hier darstelle, mit denen man dann 40 Kilowattstunden speichern kann. Also vom Volumen sind wir da ungefähr bei dem gleichen Platzbedarf wie bei Batterien. Nur reden wir hier von viel, viel größeren Energiemengen, die wir speichern können. Der Booster komprimiert auch problemlos bis 300 Bar, wodurch alle Flaschen kompatibel sind. Der Volkselektrolyseur verdichtet zweistufig. Das bedeutet, neben dem eigens produzierten Wasserstoff vom Gerät kann ich auch Flaschen untereinander B und entfüllen. Nehmen wir an, diese Flasche wäre jetzt halb voll und auf der anderen Seite auch. Dann möchte ich gerne eine Flasche vollständig füllen, um sie meinem Nachbarn zu geben. Dann schließe ich die dort an, verschraube die Klemmkeilring-Verschraubung ordentlich. Lasse nur den Verdichter laufen, der Elektrolyseur bleibt davon unbeeindruckt und fülle auf der linken Seite die Flasche dann vollständig auf. Das ist wichtig, weil natürlich Speicher, entweder 12 Speicher in einem Bündel gleichzeitig entladen werden, ich aber eventuell mal eine transportieren möchte. So, elektrisches Equipment, was man dazu braucht. Im Prinzip kann man einen Elektrolyseur direkt über eine 12 Volt Photovoltaikanlage betreiben, dann geht der Elektrolyseur halt an, wenn die Sonne genug Power gibt und geht aus, wenn die Sonne aufhört. Man kann ihn, so wie hier, direkt über einen Maximum PowerPoint Tracker anschließen, ohne Batterie, mit Batterie. In den meisten Fällen reden wir aber von Wechselrichtern. Die haben PV-Smart-Ausgänge oder potenzialfreie Ausgänge, mit denen man Lasten wie den Elektrolyseur problemlos schalten kann. Hier sehen Sie unser Setup mit einer BYD 48-Volt-Batterie. Die ist hier nicht nötig. Wir klemmen den Elektrolyseur direkt an den Tracker an. Alle Verbindungen ordentlich verschrauben, obwohl ich diese Verschraubung ehrlich gesagt ein bisschen dumm finde. Jetzt muss ich einen kleinen Ausflug machen ins Labor, denn
Bei dem Experiment bleibt eine Sache aus und das ist die Kühlung bzw. die Nutzung der Abwärme. Sie können diesen Schlauch hier in Ihren Pufferspeicher einfüllen, 70 Grad reicht wunderbar zum Duschen. Hier habe ich das einfach nur gegen Atmosphäre gekühlt. Das ist auf dem freien Feld hier nicht nötig. Allerdings heize ich den Elektrolyseur vor, damit er im optimalen Zustand ist. Hier ist ein ATEX, also Explosionsschutz zertifiziertes Heizteil verbaut, was mit 70 Watt erstmal Temperature den should be Elektrolyseur rising vorheizt, damit er viel as far as Stromstärke the aufnehmen relay is kann. on. Das Wasser ist normales Leitungswasser, also keine gefährlichen Laugen. Ich benutze diesen Vorfilter. Es gibt ein Berechnungstool auf der Volkselektrolyse-Seite, wo Sie berechnen können, wie viel Ionentauscherharz Sie für wie viel Liter Wasser verwenden können. Der Elektrolyseur hat aber auch einen internen Filter. I'll Der wird switch on the pump, über which is USB. diese Zirkulationspumpe betrieben. Der Booster, der in dem Volkselektrolyseur verbaut ist, braucht Druckluft. Das kann über so einen Kompressor geschehen. Der Booster kann maximal 448 Liter pro Minute aufnehmen. So, Wir all schließen there's hier left to do diesen now is kleinen connect dezentralen this. Gleichstromverdichter an. Der läuft genauso über die Solaranlage, wird er gespeist wie der Elektrolyseur selber. Aber der ist natürlich ein There's bisschen absolutely klein. no battery Hier ist involved. keine Batterie jetzt My little 12 volt lug is im connected to the Einsatz. battery. The Das bedeutet, wir electrolyzer is sind komplett connected to the off-grid. load. Wir brauchen überhaupt kein Oh, Netz. is this solar? Wir haben Yeah, right hier now I have just 800 8 Watt modules of 10 Peak angeschlossen. Die connected. bringen gerade zu I dieser will switch Zeit on now 300 the Watt. electrolyzer. Das sehen wir jetzt. Ich kann über die App den Stromverbrauch live Okay, monitoren. we are producing hydro. Also wir reden hier von 10-20% Leistung, die der Elektrolyseur gerade bringt. Das kann auch anders sprudeln. Der Kompressor ist über das Kontaktmanometer verbunden und ich habe den einfach über den An- und Ausschalter überbrückt. Das heißt, der Elektrolyseur schaltet den Kompressor ein. Das ist eine laute Angelegenheit. Auch der Booster kann bei voller Leistung 71 dBA von sich geben. Hier spule ich jetzt auf die vierfache Geschwindigkeit, damit Sie sehen, dass am rechten Manometer der Druck abnimmt und am linken Manometer der Druck zunimmt. Und an diesem Tag haben wir 140 bar geschafft. Der kleine PEM-Elektrolyseur aus Deutschland kann 160 Normliter pro Stunde erzeugen. Normliter sind bei 20 Grad. Im Jahr kann er maximal 4000 Kilowattstunden in Form von Wasserstoff speichern. Dazu kommt natürlich die Abwärme. Wenn wir jetzt von einem Auto wie dem Hyundai Nexo reden, könnte man damit 12.000 Kilometer fahren. In anderen Worten gesprochen, um Ihnen das Volumen einfach klar zu machen, wenn Sie damit einen Prallluftschiff befüllen wollen, was ein Menschen tragen soll, dann haben Sie halt einen 6 Meter Durchmesser großen Ballon und den können Sie in 2,6 Tagen füllen. Also das ist eine Riesenmenge, die dieses kleine Ding erzeugt. Welche Anwendung kann man eigentlich nicht mit Wasserstoff ersetzen? Schreiben Sie es doch gerne in die Kommentare. Oder schauen Sie ein Video wie hier das zur katalytischen Verbrennung, wo Sie sehen, dass Sie mit 150 Euro Investment 4 kW Heizung bekommen. Ja, wenn man sich betrachtet, dass 13,75 € das Kilogramm Wasserstoff kostet, dann macht Toyota Mirai fahren natürlich nicht so viel Spaß, wie wenn er selbst und kostenlos erzeugt ist und dann vielleicht nicht aus Methan, sondern aus CO2-freiem Solarstrom. Und somit konnte der Volkselektrolyseur einen knappen Gewinn absorgen. Aber wir sehen, die Tendenz sieht gut aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier aus dem Fußballstadion.